Superstar und Bestsellerautor in Mönchskutte. Mit über 300 Büchern gibt er Millionen Lesern weltweit Hoffnung und Lebenshilfe. Er spekuliert mit nachhaltigen Aktien an der Börse und verhilft Top-Managern und Managerinnen zum menschlichen Führungsstil. Guten Abend, die Schreibmaschine Gottes, Benediktiner, Pater Anselm Grün, meine Damen und Herren. Pater Anselm, Sie sind kürzlich 77 geworden, wir dürfen das sagen, süße 77. Und ich frage mich immer, ob es an einem solchen Tag auch so etwas wie Allotria gibt unter den Mitbrüdern, dass Sie dann eben natürlich zurückhaltend, aber doch immerhin kurz in gepflegter Form, ich weiß nicht, wie man es weltlich würde man sagen, die Sau rauslassen? Oder wie ist ein 77. Geburtstag in Ihrem Leben? Der war sehr unspektakulär. Ich habe einen Kurs gehalten bis Mittag noch, ein Führungsseminar, Führen mit Werten. Und abends habe zu Abend gegessen. Aber im Kloster wird man beim Namenstag gefeiert, aber nicht beim Geburtstag. Höchstens beim Runden, beim 75. bin ich schon gefeiert worden, beim 77. dort kaum einer schon mal gratuliert, aber sonst war da nichts. Keine Geschenke, keine Pralinenschachtel von irgendjemand oder irgendwas? Ja, von meinen Geschwistern habe ich was bekommen, ja. Was war das beste Geschenk, was man Ihnen in den letzten 70 Jahren bereitet hat? Das Geschenk war für mich mehr die Gabe zu schreiben, weil ich gemerkt habe, das macht mir Spaß. Äußere Geschenke, gut, der CD-Player, da bin ich auch dankbar, weil ich da immer wieder mal Musik höre. Aber sonst brauche ich keine äußeren Geschenke. Sind Sie schon in der Welt angekommen mit Livestream und Spotify? Ich meine, Sie haben jetzt das Wort CD-Player gesagt. Junge Menschen brechen da bereits weinend zusammen wahrscheinlich. Weil ich hatte auch noch einen CD-Player. Ich hatte sogar so einen Discman. Hatte. Ja. Wir hören den Imperfekt. Haben Sie schon auch so Internet, Livestream, solche Dinge? Findet das bei Ihnen statt? Ja, gut, meine Nichte, die hat auch den Eckhard von Hirschhausen begleitet und die hat gesagt, mach unbedingt Instagram. Ich habe gesagt, das passt nicht für mich. Aber die hat es gemacht und jetzt hat sie schon über 32.000 Follower. Also ist ganz glücklich, dass es so gut geht und da schreibe ich halt jeden Tag einen kurzen Text. Sie haben ja so viele Dinge getan. Also das eine ist natürlich das Buch schreiben, den anderen Menschen zu helfen mit Rat und Sie haben sich aber auch um sehr weltliche Dinge gekümmert. Es gibt ja die Abtei, in der Sie tätig waren und tätig sind. Und Sie waren lange Zeit dort der Zellerar und haben sich auch um solche Dinge gekümmert wie Aktienkurse. Das ist natürlich der Moment, ich bin sicher, dass Sie das auch noch bis heute und immer weiter verfolgen werden. Wie ist die Lage im Moment? Wozu raten Sie? Wo müssen wir investieren? Frau Köbel als Pferdebesitzerin und Millionärin. Ja, aber schau mal, unsere Fußballer, guck mal, ihr seid völlig aus dem Häuschen. Und die Fußballer, genau, die Fußballer haben sind Milliardäre, wie man weiß. Gut, also, ich versuche natürlich momentan vor allem mit nachhaltigen Aktien. Wasserstoffaktien ist zwar jetzt gesunken, aber die steigen auch wieder. Oder Windaktien und dann so nachhaltige Fonds. Ja, doch letztes Jahr war sehr gut. Momentan würde ich ein bisschen warten noch bis März, weil es jetzt runtergeht. Aber ab März, April kann man wieder einsteigen. Und wenn Herr Putin in der Ukraine und so einmarschiert, was bedeutet ja, eben, das muss man jetzt die nächsten Wochen warten. Deswegen würde ich momentan nichts investieren. Sie haben mal gesagt, ab 75, da waren Sie auch schon bei uns, Sie wollen dann kürzer treten. Haben Sie diese Vorsätze, die natürlich ein Mann des Glaubens, bei denen nehmen wir das immer besonders ernst, wenn Sie solche Vorsätze fassen, in welcher Form haben Sie diese Vorsätze umgesetzt, kürzer zu treten? Gut, die Vorsätze musste ich gar nicht umsetzen. Die waren durch die Corona-Krise, ist mir einfach viel Zeit geschenkt worden. Da sind viele Vorträge ausgefallen. Kurse halte ich trotzdem noch, aber auch die waren teilweise ausgefallen. Also ich habe die Zeit genossen, mehr zu lesen, mehr zu schreiben. Es gibt Bilder von Ihnen bei Menschen, die natürlich eben letztendlich den Weg eingeschlagen haben, wie bei Ihnen.
da haben natürlich, fragen sich immer andere Leute, ja, wann war der epiphanische Moment, wo es Klick gemacht hat? Es gibt Bilder aus ihrer Kindheit und dort sieht man, könnte man eigentlich auch Ulf und Benjamin Kirsten sehen, weil es gibt auch ein Fußballbild unter. Das war der Junge. Also wahrscheinlich da noch nicht, wussten Sie, da war das schon klar, wohin der Weg gehen würde? Ja, bei der Erstkommunion habe ich schon mal überlegt, ob Kloster, ob Priester für mich was wäre. Und da habe ich mit meinem Vater gesprochen und der war dann ganz begeistert. Und das war jetzt, hier sind Sie, glaube ich, links, ganz links. Ja, ja. Ja, waren Sie ein guter Fußball? Doch, war nicht, ich glaube nicht schlecht. wir sind vier Brüder und alle drei Brüder haben im Verein gespielt. Gut, in der unteren Klasse. Mein Verein war immer 68 München, die sind leider in der dritten Liga, aber trotzdem ist mein Interesse noch bei denen und nicht bei Bayern München. Sie sind ein 60er. Ja. Sprechen Sie gegenüber dem FC Bayern auch wahrhaftige Flüche aus in irgendeiner? Also nein, ich lasse die. Natürlich als Münchner interessiert mich schon auch. Aber eigentlich ist die 60er, aber die sind momentan, machen sie wieder ganz gut. Beten Sie für 1860? Nein, also beten durch für andere. Das wäre dann irgendwie ein zu fast blasphemischer Grund, ehrlich zu sagen, ja, die 60er, Herr, die 60er sollen gewinnen, sowas macht man dann eher. Ja. Sie sind früh auch Kloster, stellt man sich immer vor, die sind im Kloster und kommen dann nicht mehr raus. Das war bei Ihnen nicht so. Und meine Damen und Herren, falls Sie es verpasst haben damals, die waren auch bei den Montagsmalern, sehen Sie selbst. Ja, vor langer Zeit. Alle üben irgendwelche Berufe aus. Ich bin Zellerat, das heißt Verwalter. Ich versuche, die Abtei einigermaßen finanziell in Schwung zu bringen, was nicht immer gelingt, aber immerhin, ich versuche mein Bestes. Koffer? Nee, wesentlich kleiner. Schrank, ein Fenster, Fernseher, ja. Dichtungsversuche. Störungen der Fernseher? Nein. Ja, ein bisschen flüstern ist erlaubt. Ich flüstere ja mit ihm. Ja, was ist das? Herz, ja, und Herz, Liebe. Ja, das ist schon oder ganz gut. Magen und, ist es nicht. Nee, und bei was ist das Zweite? Auch nicht. Ein Herz. Da schreibt er ein Topf? Nee. Nahe am Wasser gebaut Lieben. Oder sowas. Nein. Ah ja, Liebesbrief. Richtig. An der Schwarzhaarigkeit könnten Sie auch zu Familie Kirsten gehören, muss man an dieser Stelle auch sagen. Ich habe vorher nach dem epiphanischen Moment gefragt, gab es den oder war es eine langsame Entscheidung? Das war mir eine langsame Entscheidung. Natürlich war ich dann im Internat und da gab es natürlich Krisen in der Pubertät und kurz vor dem Abitur habe ich gesagt, Kloster ist doch zu eng und nur eine Männergemeinschaft ist ein bisschen steril, aber momentan habe ich das Gefühl, es hält mich wach da. Und ich habe natürlich auch mit vielen Menschen Kontakt. Ich halte Kurse, begleite Menschen und das ist ja auch eine spannende Aufgabe. Ich habe vorher bei der Einleitung gar nicht despektierlich gemeint, die Schreibmaschine Gottes, weil niemand ist so produktiv. Und Sie sind ja auch eine Form von Rockstar. Wann kam dieser Moment, dass Sie gemerkt haben, dass Sie das können und wollen? Also ich habe in der Schule immer gute Noten gehabt, aber die einzige Zweier, die ich hatte, war in Deutsch. Sonst hatte ich leider Einser, aber da Deutsch war also nicht die stärkste. Ich habe dann einfach als viel Jugendarbeit gemacht und den Jugendlichen immer einen Brief nach dem Kurs geschrieben. Und da habe ich gespürt, ja, die fühlen sich angesprochen, weil ich schreibe nicht irgendwas Abstraktes, sondern zu den Menschen. Und da habe ich gemerkt, diese Weise zu Menschen zu schreiben, ihnen im Schreiben eine Antwort zu geben, ja, das hat mir dann Spaß gemacht. Verzeihen Sie, wenn ich unangemessen Sie nach einer Äußerlichkeit frage, aber Sie sind 77 und haben eine im Vergleich zu mir, der doch noch etwas jünger bin und zu anderen, eine komplett faltenfreie Stirn, wenn ich mir das so erlauben darf. Gibt es ein Geheimnis der Jugend, was Sie mit uns an dieser Stelle teilen wollen? Nein, also ich mache weder großen, also trimm dich oder sonst was oder die Treppen steige ich allein, also da
nehme ich nicht den Aufzug, aber sonst mache ich gar nichts. Im Urlaub wandere ich so, aber sonst mache ich nichts Besonderes. Ihr neuestes Buch heißt Im Wandel wachsen, Untertitel, wie wir freier, authentischer, gelassener und hoffnungsvoller werden können. Was ist wichtig? Was war Ihnen bei diesem neuesten Buch wichtig? Gut, ich erlebe heute, dass alle wollen sich ändern, verändern. Und im Verändern ist was Aggressives. Ich muss ein anderer Mensch werden. Und ich erlebe viele Menschen, die alle zwei Jahre ihre Bewegungsmethode, ihre Ernährungsmethode ändern und immer die gleichen bleiben. Weil das, was ich verändern will, das lehne ich ab. Und das, was ich ablehne, bleibt an mir hängen. Und da ist für mich wichtig, wandeln, sich verwandeln. Und das heißt, ich würdige mich so, wie ich geworden bin, ist alles gut. Aber ich bin auch nicht der oder die, die ich von meinem Wesen her sein könnte. Und das Ziel des Verändern ist, ein anderer zu werden. Das Ziel der Verwandlung ist, immer mehr ich selber zu werden. Und ich merke, das brauchen die Menschen. Dieses Aggressive, alle paar Jahre was anders machen, das führt die Leute nicht weiter. Dann, wer bin ich? Was Sie auch vorher gesagt haben, was will ich? Und wer bin ich eigentlich? Dass ich immer mehr in die Gestalt hineinwachse, die meinem Wesen entspricht. Wie finde ich das heraus, welcher ich bin? Gut, einmal, wenn ich ruhig werde und still und das Gefühl habe, es stimmt für mich, es ist stimmig, dann darf ich vertrauen, dass ich in Berührung bin, zumindest mit dieser ursprünglichen Gestalt. Haben Sie jemals Zweifel gehabt oder nicht genau gewusst, wer Sie sind? Oder gab es auch da einen Moment, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt weiß ich es, ich bin der? Na, natürlich. Mit 30 Jahren hatte ich eine ziemliche Krise, da war ich ziemlich verunsichert, ob das wirklich der richtige Weg ist. Und ich war auch sehr schüchtern und da war ich schon hin und her gerissen. Wer ich bin, das geschieht immer neu. Also ich denke, auch mit 77 bleibe ich nicht stehen. Für mich ist wichtig, weiterzusuchen und auch, wenn ich viele Bücher geschrieben habe, mich nicht auszuruhen und sagen, weil ich muss immer wieder neu die Worte finden, die heute stimmen. Welche Themen fehlen Ihnen noch in der Sammlung? Ich meine, wenn wir über 300 Bücher, ist es für Sie etwas, wo Sie dann schwer nachdenken müssen? Weil Sie haben ja diese Produktivität, glaube ich, zwei Stunden, zwei Vormittage, 6 bis 8 Uhr, schreiben Sie Bücher. Hat das etwas Zwanghaftes, Pater Anselm? Oder können Sie auch irgendwann mal sagen, okay, bei 400 ist gut? Also ich mache sowieso keine Pläne, sondern die Verlage fragen halt und da muss ich immer genau hinhören, habe ich wirklich Lust? Also ich habe auch keine Lust, über alles was zu schreiben. Da muss ich immer schauen, springt da ein Funke über oder ist es einfach nur ein Buch, das der Verlag will, aber nicht ich. Warum sind Sie so erfolgreich? Haben Sie für sich eine Erklärung? Nein, ich glaube, dass ich einfach schreibe, dass die Menschen verstehen, dass ich nicht belehren will, sondern die Menschen dort abhole, wo sie sind, ihr Leben beschreibe. Auch nicht der typische Ratgeber bin, sondern einfach das Leben beschreibe und dass ich die Menschen, für die ich schreibe, liebe, dass ich die mag und nicht eben denen was überstülpen will und dass ich ihnen Hoffnung vermittle. Was haben Sie im Leben gemacht, wenn Sie einen Menschen absolut nicht leiden konnten? Ach, schöne Frage. Gut, dann habe ich mein Gefühl natürlich erstmal wahrgenommen und sagen, da ist. Und dann habe ich gefragt, warum ist das so? Und ich habe versucht, hinter die Fassade des Unsympathischen doch trotzdem zu glauben, wo ist denn die Sehnsucht bei diesem Menschen? Da muss ja auch irgendetwas sein. Albert Görres, der Münchner Psychiater, sagt ja mal, keiner tut das Böse aus Lust am Bösen, sondern immer aus Verzweiflung. Und deswegen, auch wenn es noch so negativ ist, frage ich, was ist hinter der Verzweiflung? Da muss ja auch die Sehnsucht nach dem Guten sein. Wir sehen, dass es selbst in der katholischen Kirche, wo es nicht sein sollte, das Böse gibt. Wie schwer ist das für Sie im Moment, wenn Sie auf die katholische Kirche angesprochen werden mit all dem, was passiert ist, Missbrauch und so weiter? Gut, natürlich schon beschämend und eine Erschütterung. Natürlich, ich seit 31 Jahren arbeite ich im Rekollektionshaus und begleite Männer und Frauen, die in der Kirche in Krise sind und auch viele Opfer, sodass ich das schon immer gespürt habe, wie Menschen sehr gekränkt worden sind, verletzt worden sind und oft am Leben gehindert worden sind. Also es war jetzt nicht total neu, aber so in dem Ausmaß ist schon erschütternd. Und natürlich, das ist
auch eine Herausforderung an die Kirche, sich nicht zu rechtfertigen, sondern wirklich zu betrauern. Und das Schlimme war halt, dass die Kirche immer moralisiert hat und den Leuten ein schlechtes Gewissen gemacht hat und selber nicht gelebt hat, was sie verkündet. Und das ärgert die Menschen natürlich zu Recht. Und deswegen muss sie lernen, eben auf die Menschen zu hören und nicht ständig zu moralisieren, demütiger zu werden und zu spüren, was ist denn die eigentliche Aufgabe, dass wir die Menschen aufrichten, dass wir sie ermutigen und nicht, dass wir sie klein machen. Ein wichtiger Teil Ihres Tagesablaufs ist auch das Beten. Möchten Sie mit uns für die katholische Kirche beten, dass sie es besser macht? Wenn Sie mich einladen, sonst würde ich mich nicht trauen, hier zu beten. Aber wenn Sie gerne es gern möchten, kann ich gern ein kurzes Gebet sprechen. Barmherziger und guter Gott, sende deine Kirche in deinen Geist der Wahrheit, dass sie alles aufdeckt, was sie verletzt hat, was an Mist in ihr herumliegt. Sende ihr den Geist der Klarheit, dass sie gereinigt wird durch diese Krise. Und sende ihr deinen Geist der Liebe, dass sie die Menschen nicht mehr beugt, sondern aufrichtet, dass die Menschen sich in ihr verstanden fühlen und nicht bewertet fühlen. Und dass sie einen Raum schafft, wo die Menschen mit ihrer spirituellen Sehnsucht in Berührung kommen, wo sie frei werden, sich aufrichten können und den Sinn ihres Lebens neu entdecken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Wissen Sie Ihren neuen Buchtitel schon? Wissen Sie Ihren neuen Buchtitel schon? Ja, das neue, ja. Zwei, also ich schreibe mehr auf einmal. Das eine ist Selbstbestimmten im Alter, das passt ja auch für mich. Und das zweite, das will der Herder Verlag, Abschiedlich leben. Aber da muss ich erst noch mal mehr nachdenken. Werde ich auch einfach so noch am Schluss eine ganz plakative Frage, weil es jetzt auch schon aufkam oder so, soll der Zölibat weg? Also seit Jahren, seitdem ich Menschen begleite im Rekollektionshaus, habe ich immer plädiert, dass es freigestellt wird. Also die Mönche ist ja klar, Mönch und Ehelosigkeit, das gehört zusammen. Aber für den Weltpriester wäre es ehrlicher und für viele Priester auch gut, wenn sie heiraten. Für manche ist es, stimmt es auch, der Zölibat, aber es soll eben freigestellt werden. Pater Anselms Buch, meine Damen und Herren, gibt es auch natürlich wie immer verlost. Aber trotzdem, der Reichtum kommt trotzdem zu Ihnen. Was machen Sie eigentlich mit dem ganzen Geld, Pater Anselm, mit diesen Milliarden, die aus dem Buch verkaufen? Milliarden? gut, wir sanieren gerade die Schule für 30 Millionen. Und die Schule müssen wir jetzt ja auch draufzahlen, weil es ist eine Privatschule. Das Kloster jedes Jahr einen großen Betrag draufzahlen. Und wir haben Missionen in Afrika, in Korea, in Südamerika, und da müssen wir die auch unterstützen. Und Sie, was machen Sie mir? Und Sie bekommen? Ich bekomme nicht mal ein Taschengeld. Herrscher. Nur wenn ich was brauche, wenn ich jetzt zum. Gut, beim Tanken haben wir jetzt eine Karte, brauche ich auch kein Geld mehr. Also, brauchst du uns kein Geld. Ich freue mich immer, wenn Sie da sind. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Und auf Facebook, meine Damen und Herren, kennen Sie sich um das wunderbare Buch von Pater Anselm. Vielen Dank, Pater Anselm, meine Damen und Herren, heute Abend.